Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fahrzeugfunktion einfach erklärt. Im heutigen Video möchte ich euch einmal den Einrichtungsassistenten des VW ID vorstellen und was man dort alles sich konfigurieren kann. Den Einrichtungsassistenten findet ihr im Menügrid hier und zwar unter dem Punkt Setup. Und dort gibt es ja verschiedene Einstellungen und wenn ihr einmal nach unten scrollt, dann findet ihr den Punkt Konfigurationsassistent. Dort tippen wir einmal drauf und bekommen eine Art Willkommensbildschirm. Diesen Willkommensbildschirm bekommt ihr auch, wenn ihr das Fahrzeug zurücksetzt auf die Werkseinstellung und in der Regel auch, wenn ihr das Fahrzeug neu ausgeliefert bekommt. Ihr seht hier oben angedeutet die verschiedenen Sachen, die man sich einstellen kann. Wir starten das Ganze mal und durchlaufen das. Wenn wir auf Start drücken, werden wir als erstes aufgefordert, das Datum und Uhrzeit einzustellen. Da das Fahrzeug sich Datum und Uhrzeit über die GPS-Daten zieht, sollte das soweit passen. Wenn ihr sagt, ihr wollt hier in der Datumsstruktur was anderes auswählen, könnt ihr natürlich auch zuerst den Monat, den Tag und das Jahr anzeigen lassen oder zuerst das Jahr, Monat und den Tag. Wir bleiben mal bei der Einstellung und ihr könnt noch sagen, ob ihr eine 24-Stunden-Darstellung haben möchtet oder die 12-Stunden-Variante. Auch hier gehen wir mal auf die 24 Stunden. Wenn ich jetzt in das nächste Feld kommen möchte, dann drücke ich hier unten rechts auf den Pfeil. Dann geht es um das Thema Reconnect-Dienste. Die Reconnect-Dienste benutze ich, um das Fahrzeug online zu bringen und um zum Beispiel über die App auf die Fahrzeugdaten zuzugreifen. Reconnect verbinden, wenn ich das machen möchte, drücke ich auf den Button. Dann erscheint das Thema Enrollment des Fahrzeuges. Und falls das Fahrzeug noch nicht online war, also die Online-Verbindung angezogen war, macht er das jetzt automatisch, habt ihr gerade gesehen. Dann hat er gerade auch gleich noch eine Software-Aktualisierung gefunden, die drücken wir mal eben weg. Und dann gibt es hier einen Prozess, den ihr durchlaufen müsst, um das Fahrzeug mit Reconnect zu verbinden. Dazu hatte ich bereits ein Video gemacht, ich blende euch das einmal ein. Dort seht ihr dann detailliert, was ihr alles machen müsst, um das Fahrzeug online zu bringen. Das heißt, wir gehen hier einmal auf Zurück, überspringen den Schritt und kommen dann zum Thema Radiofabriken. Er fragt hier, bitte wählen Sie aus, welche Sender gesucht und gespeichert werden sollen. Bei uns ist das FM-DAB, das haken wir einmal ein, drücken auf Suchen und Speichern. Und jetzt wird er quasi alle Sender, die er mit entsprechender Stärke hier zu diesem Moment empfängt, abspeichern. Das dauert einen kleinen Moment. So, die für Sie passenden Sender wurden gefunden und gespeichert. Sehr schön. Jetzt drücke ich nochmal auf den Pfeil. Dann kann ich mein Telefon mit dem Fahrzeug verbinden. Er gibt mir oben an den Namen MyVW0601. Das ist die Bezeichnung für das Fahrzeug, für die Bluetooth-Verbindung. Was ich jetzt mache, ich gehe einfach mal auf mein Telefon, suche nach neuen Bluetooth-Verbindung, finde dann auch das Fahrzeug mit der Nummer MyVW0601, drücke dort einmal drauf, sage, er soll sich verbinden, dann gibt es wie bekannt die Passwortabfrage, dann sage ich einmal hier koppeln und einmal da koppeln, muss auf dem Telefon noch den Sync von Kontakten erlauben und dann ist das Fahrzeug in diesem Moment auch mit dem Telefon schon verbunden. Jetzt sehen wir hier, die beste Qualität für die Wiedergabe über Bluetooth-Audio erreichen Sie mit den Einstellungen hohe Lautstärken. Das sind separate Einstellungen, die ich quasi nochmal in dem Klangmenü vornehmen kann, um die Audioausgabe zu optimieren. So, jetzt ist er hier im Telefonmenü gelandet, weil ich natürlich das Telefon gekoppelt habe. Wenn ich auf das Kreuz drücke, springt er nicht direkt in den Konfigurationsassistenten zurück. Das machen wir mal händisch. Und jetzt sehen wir schon, das, was wir bisher erledigt haben, ist mit einem Haken versehen. Das heißt, Zeit, Datum, Uhrzeit haben wir eingestellt. Reconnect hatte ich ja vorhin gezeigt, sind wir nicht durchlaufen. Radiosender haben wir gesucht, Telefon haben wir gemacht. Das heißt, wir klicken jetzt hier auf diese Kachel von der Navigation und gehen dann direkt dort rein. Jetzt kann ich für die Navigation festlegen, wie meine Privatadresse lautet und die Geschäftsadresse. Privatadresse könnte ich zum Beispiel die aktuelle Position übernehmen. Und bei der Geschäftsadresse könnte ich jetzt eine Adresse eingeben, keine Ahnung, was nehmen wir?
Wolfsburg zum Beispiel. Ja, und jetzt findet er hier alle möglichen Sachen. Wir geben mal beispielhaft ein Ziel ein. So, und dann habe ich dieses Ziel quasi als Geschäftsadresse hinterlegt. Und ich kann noch was anhaken, das nennt sich Nutzungsverhalten lernen. Da geht es letztendlich darum, dass er eure Gewohnheiten bei den Fahrten analysiert und euch dann Vorschläge macht zu euren Navigationszielen. Auch zum Thema Navigation habe ich mal ein Video gemacht, auch das verlinke ich euch eben. Dann gehen wir mal auf die nächste Seite. Da geht es um das Thema K2X und Datenaustausch. Es ist so, dass die Fahrzeuge alle über eine Online-Verbindung verfügen und das Ziel ist, dass sich die Fahrzeuge, wenn es denn genug davon auf der Straße sind, später austauschen, um Informationen zum Beispiel zu verschiedenen Gefahren, zu Glätten oder zu Unfall- oder Staumeldungen auszutauschen und der Fahrer dieses Fahrzeugs dann schneller davon profitiert. Das kann ich im Setup aktivieren. Machen wir gleich mal. Und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich eigentlich schon mit dem gesamten Konfigurationsassistenten durch und kann starten. Ich kann auf Beenden drücken oder die Kurzanleitung mir anschauen. Kurzanleitung, hat der eine oder andere auch schon gesehen, ist quasi so eine Art Hilfe, die grundsätzliche Informationen mir anzeigt zum Thema Bedienung oder wie ich einzelne Sachen anpasse, zum Thema Sprachassistenten. Und wenn ihr es denn schon runtergeladen habt, gibt es nochmal so eine Art Online-Boardbuch, das ist letztendlich die digitalisierte Variante des Boardbuchs, was bei euch im Handschuhfach ist. Mir sagt er jetzt schon, bitte wechseln Sie in den Online-Modus, um das runterzuladen. Das machen wir mal eben noch. Geht jetzt hier nicht an der Stelle. Zack. Geht in den Online-Modus und wir sehen schon hier links, es gibt verschiedene Anmeldungen, Softwareaktualisierung verfügbar. Drücken wir mal drauf, das ist nämlich genau das Online-Boardbuch, was er in dem Moment dann euch noch runterziehen wird. Plus ein paar kleine Verbesserungen. Dann sehen wir, diese Aktualisierung enthält das digitale Boardbuch, kleine Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Machen wir das auch noch. So, jetzt sehen wir hier, Softwareaktualisierung ist abgeschlossen. Das heißt, wir können das wieder wegklickern. Und wenn wir jetzt auf das Boardbuch gehen, dann tut sich da an der Stelle nämlich was. Und wir sehen das Online-Boardbuch, wo ich mir quasi zu verschiedenen Themen auch Informationen suchen kann. Wie gesagt, das ist genauso aufgebaut wie das Handbuch im Handschuhfach, nur in digitaler Form. Ja, das soll es zum Thema Einrichtungsassistent im VW ID sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal. Vielen Dank dafür.